Ich heiße nicht nur Captain Dax, sondern euch auch herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Ausblick hier auf mein kleines Dorf. Ja, falls ihr die letzte Folge gesehen habt, fällt euch vielleicht etwas auf. Ich habe jetzt ein Nahrungsmittellager noch gebaut. Aber ich habe eben gerade ungefähr 20 Minuten aufgenommen. Die Aufnahme ist leider gecrashed. Ich habe mich dazu entschieden, hier an der Stelle einfach weiterzumachen und euch so ein bisschen den Aufbau des Nahrungsmittellagers zu ersparen. Also ich habe ja eigentlich nur Holz gefällt, sage ich mal, und ein paar Level gemacht dabei. Ja, wir starten einfach rein in die zweite Folge. Ein bisschen holprig, aber wir starten rein und gucken mal, ob wir dieser Folge ein paar Dorfbewohner in dieses Dorf bekommen. Und damit, let's go. Ich wollte mal noch schnell eine kleine Erkundung starten, und zwar über den Fluss da hoch. War da nicht eine Hütte? Da ist eine Hütte, genau. Da ist eine Hütte. Sehr schön. Da gehen wir jetzt mal hin. Ich will wissen, was in der Hütte ist. Nicht, dass da jemand wohnt und das Land hier schon beansprucht. Und wir bauen hier einfach ein Dorf hin. Jetzt kommt hier so actionreiche Musik. Ist das ein Lager von irgendjemandem? Sind hier irgendwelche Schurken zu Hause? Oh oh. Krieg ich den mit der Axt? Der sieht wild aus. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bis jetzt hat er mich noch nicht einmal getroffen. Puh. Okay, jetzt hat er mich einmal getroffen. Ich habe auch Reputation bekommen. Geil, Lumat. Der hat einen Bogen dabei. Sehr geil. Steinpfeile, Zwiebel. Warum hat er mich nicht mit einem Bogen angegriffen? Digga, du bist echt wirklich Anfänger. Ist hier noch einer drin? Der hat hier Wildschweine gejagt. Wow! Ja, da ist noch einer drin. Verdammte Axt. Das, also meine Taktik funktioniert. Aber das waren intensive Kämpfe gerade. Also dafür, dass ich hier nur mit einer Axt unterwegs bin. Der hat auch einen Bogen. Geil, Omat. Ich habe jetzt zwei Bögen einfach. Metflasche, Münze, Steinpfeiler. Zwiebel. Okay. Okay, okay. Keine böse Musik. Also hier scheint keiner mehr zu sein. Können wir die Tiere häuten? Ja, First Person ist zum Looten am besten. Kann ich euch nur empfehlen. Trank des schnellen Heilens 2. Okay, okay. Sehr gut. Steinmesser. Kaninchen häuten. Ah ja, sehr gut. Hier sind noch Holzspeere drin. Ah, Bronzespeere sogar. Oh. Easy peasy. Hier ist noch ein bisschen Leder. Und zwei Wildschweine. Schöner Loot. Hat er kämpft, aber schön. Aber ich habe auf jeden Fall ein bisschen Reputation dazu bekommen. Wir gucken gleich mal. Verwaltung. 5 anscheinend nur pro Typi, weil wir haben jetzt 210. Arbeiter haben wir 0 von 0. Dürfen wir noch gar keine Leute einstellen? Müssen wir erst mehr Reputation aufbauen? Ich werde jetzt mal einen von den Bögen in mein Inventar tun. Den mit dem meisten. Und dann, können wir auch ein bisschen was jagen, oder? Keine Pfeile. Achso, Pfeile muss ich auf einen extra Slot ziehen. Ich vergaß. Da vorne ist ein Dachs. Der will mich. Ah ja, sehr gut. Er legt das Dachsgetier. Ey, von hier oben ist auch geiler Blick aufs Dorf, ne? Geiler Blick aufs Dorf. Hier oben lohnt sich auch eine Hütte. Geil. Ja, ist schon ein geiler Spot. Ist schon ein geiler Spot. Kann ich nur sagen. Oben ist nochmal ein kleiner Fluss. Und da unten ist ein Riesensee. Okay. Was?
Auch nochmal ein kleiner Wasserfall. Ist was hinter dem Wasserfall? Nee. Oh, hier vorne ist nochmal Loot. Holzfällerlager. Ja, easy. Kann ich den Baumstamm nicht mitnehmen? Nee, aber die hier, Holzstamm. Ein Haferbier, 66 Münzen. Easy peasy, Salzflash, top. Ist manchmal gar nicht so richtig schön zu sehen, was man hier alles looten kann. Ne? Muss man schon ein Auge für haben, um da nichts zu vergessen. Okay, schön. Wir sind auch schon wieder überladen. Wir müssen schon wieder Sachen ins Lager bringen. Kann man hier einen Weg hochziehen? Ich glaube ja. Hier einen Weg hoch und dann oben das Dorf weiterbauen. Auf der Klippe. Das wär's. Ey, ist das hier auch nochmal Loot? Hier war ich schon mal, ne? War ich hier schon? Anscheinend schon. Okay, mein Inventar ist wieder halbwegs leer. Und wir gehen mal in die größere Stadt mit dem Wall. Um einfach zu sehen, können wir schon jemanden rekrutieren oder müssen wir noch Reputation aufbauen? Ja. Oh. Oh, wieder Loot auf der Straße. Alter, wie viel Loot man hier findet, ne? Krass. Gesalzenes Fischfilet. Nehmen wir mit. Können wir verkaufen in der Stadt. Brett. Ansonsten war's das. Schön. Ey, schöner Loot. Geil. Am meisten freue ich mich ja immer noch über den Typen, der einfach beim Pilzesammeln eingeschlafen ist und dem ich da alles abgenommen habe. Auch den Rucksack, den ich jetzt hier trage. Zeig mir deine Ware. Was verkaufst du, Junge? Oh, das ist der. Der verkauft mir... Oh, der verkauft mir eigentlich alles. Was ist mit ihm? Okay. Krass. Er hat sehr viel Zeug. Also von landwirtschaftlichen Sachen bis hin zu Metallwaren hat er alles. Kommen auch gerade zu einer Zeit hierher, wo eigentlich alle schon Feierabend haben, ne? Aber anscheinend sind in diesem Dorf nur Leute, die hier auch wirklich leben. Und keine neuen, die man rekrutieren kann. Ist das vielleicht außerhalb des Walds? Hier kann man Kühe kaufen, auch interessant. Hier vorne gibt es eine Quest von ihr hier. Warum nicht annehmen? Frage ich mich. Was ist los, junge Dame? Wirkst aufgelöst. Ein Herz für Steine. Was soll ich machen? Steine sammeln? Sprich mit Butsuda. WTF. Okay, Butsuda. Ah, hier vorne ist ein kleines Lager, wo sich welche versammeln. Okay, das ist eine große Auswahl. Wir brauchen jemanden, der gut jagen kann. Wir haben höchstens eine 2 in Jagen. Ich bin gerade dabei, eine neue Siedlung aufzubauen und ich suche besonders gute Leute, die bereit sind, sich mir anzuschließen. Großartig, wir sehen uns dort. Ah ja, unser erster... Dude, der bei uns lebt. So, wie war das noch? Wer hat kein Haus? Dann geben wir ihm ein Haus. Einfaches Haus. Bestätigen. Ja. So, er hat keinen Arbeitsplatz zugewiesen. Kein Essen, kein Wasser, kein Holz. Naja, das kriegen wir doch hin. So. Jetzt brauchen wir noch jemanden, der... Okay. And a roof over my head, of course. Damn. Am I too demanding? Nee, verlangst du nicht. Du verlangst nicht zu viel. Wir brauchen noch jemanden, der Feuerholz hackt. So. Abbauen 3. Vielleicht nehmen wir sie gerade hier, die gerade so laut war. Lutus Lava. Lutus Lava. Bin gerade dabei, ein Dorf aufzubauen. Cool, wir sehen uns dort. So, wir haben jetzt Lutus Lava.
Sie ist auf jeden Fall viel besser als er. Ach nee, Quatsch. Er ist ja unten der mit den krassen Werten. Aber sie hat auf jeden Fall eine 3 in Abbau. Das heißt, sie kann bei uns sehr gut Holz hacken. Also sie zieht bei ihnen ein. Und dann würde ich sagen, gehen wir zurück und bauen die beiden Häuser, also die Holzhütte und die Jägerhütte. Vielleicht sollten wir auch erstmal schlafen, ist auch sehr dunkel jetzt schon, also das ist vielleicht nicht so gut. Wir kriegen, glaube ich, auch ein Achievement, oder irgendwas funktioniert halt besser, wenn wir nachts nicht durcharbeiten, sondern einfach schlafen gehen. Irgendwie war da was. Aber nagelt mich nicht drauf fest. So, unsere ersten beiden Dorfbewohner. Da kommen sie raus. Sehr schön. Sehr schön. Die leben schön an der Hütte am Hang. An der Klippe hier. Top. So, jetzt sind wir daran. Jagdgebäude. Wir brauchen eine Jagdhütte auf jeden Fall. Baue ich, glaube ich, auf die andere Flussseite. Vielleicht hier so hin. So, natürlich brauchen wir wieder sehr, sehr viele Steine. Ich glaube, Jagdhütte erstmal wichtiger als Holzfällerhütte, damit wir im Prinzip versorgt sind mit Nahrungsmitteln. Also zumindest das Dorf versorgt ist mit Nahrungsmitteln. So, und damit ist die Jagdhütte abgeschlossen. Jetzt können wir im Prinzip bei Verwaltung sagen, er hier, Lutus Lava. Nee, wer sollte jagen gehen? Warte mal. Sie sollte, er sollte, Nidalik ist ja der Typ. Lotus Lava ist die Frau, genau. So, er geht jetzt in die Jagdhütte. Zack. Schön. So, und in der Jagdhütte sagen wir jetzt, was die tun soll. Produktion nicht eingestellt. Wir brauchen... Mach mal 50% Fleisch. Oder mach mal 20% Fleisch. 20% nee, 25% Fleisch, 25% Trockenfleisch, 25% Leder. Und 25% Pelz. So. Sollte gehen. Und ich esse jetzt noch ein Haferbrötchen. Dann geht es mir besser. So, ach, hier muss noch ein Weg hin. Stimmt. Ein Weg zur Hauptstraße. Zack. Da kommt er auch schon. Der Gute. Wir machen mal auf dieser Seite... Oh, ey. Corona. Nee, Quatsch. Hab ich nicht. Egal. Wir machen mal auf dieser Seite den Weg auch ein bisschen breiter. Kostet das eigentlich irgendwie Steine oder so? Nee. Nicht wirklich. Und hier vorn würde ich gerne, kurz bevor es hier hochgeht in die bergige Region des Dorfes, würde ich gerne dieses Holzding hinmachen. Und am besten noch so ein bisschen hier so rein. Ne? Was heißt das Holzding? Der Holzschuppen, meine lieben Freunde. Hier kommt unser erster Holzschuppen hin. Die Bäume lasse ich hier auch alle stehen, damit das auch so ein bisschen aussieht, als ob der hier direkt auch Ressourcen hat. Ne? Ich weiß nicht, ob das spieltechnisch Sinn macht oder ob der einfach... Ob das einfach nur eine Animation ist von denen, dass die da hinlaufen und in der Zeit aber trotzdem schon Ressourcen hergestellt werden. Kann ich euch nicht sagen. Nicht gut. So, jetzt gehen wir hier oben Holz hacken. Gibt's hier noch? Hier oben sind noch große Bäume. Gut. Alter, von hier oben. Leute, hier die Aussicht. Erstmal ist hier ein Lager. Was wir looten können. Hier schwebt ein Messer, ein Eisenmesser in der Luft. Schön.
Aber guckt euch diese... Alter, von hier oben mache ich immer meine Screenshots. Ich bin ja verliebt. Guckt euch diese Aussicht an. Stellt euch vor, da ist jetzt noch mehr. Boah, krass. Gut, was gibt's hier zu looten? Digga, ein Recurve-Bogen. Ich hab Jackpot. Bronze-Axt, Brennholz. Ja, Brennholz ist geil, aber... Alter, hier Fackel. Noch ein Recurve-Bogen. 58% Haltbarkeit. Eisenpfeile. Easy, Digga. Alter, wir werden heute mit Loot hier überhäuft. Bärenwein, Fackel, Pelz. Ein kleiner Eimer. Oh, der Eimer ist gut. Den können wir gleich mit Wasser füllen. Können wir den auch am Fluss mit Wasser füllen? Bin ich mir jetzt unsicher. Ja, mega Loot hier. Das Trinkschlauch. Schön. Top. Das ist übertrieben der beste Spot, den ich jemals in diesem Spiel gebaut habe. Ich sag's euch ganz ehrlich. Also, besser geht nicht. Wir haben hier direkt eine Höhle. Wir können hier direkt Eisen farmen und sowas alles. Da oben ist anscheinend noch ein Weg. Da ist ein Wegweiser, da waren wir noch nicht. Aber das da oben müssen wir uns auch angucken. Das ist auf jeden Fall auch ein super Spot für meine Hütte. Damit ich halt alles im Blick habe hier. Das ist wirklich ein wunderschöner Spot. So, der Holzschuppen ist auch fertig. Hat unglaublich wenig Ressourcen gekostet. So, Verwaltung. Du wirst jetzt im Holzschuppen arbeiten. Viel Spaß. So, und im Holzschuppen, wir machen ja mal alles auf. Holzschuppen, sagen wir jetzt, da sollen eigentlich nur Baumstämme. Bei Brennholz machen wir selber nur Baumstämme, bitte. 29,23 pro Tag. Easy peasy. Theoretisch, wenn wir jetzt warten und geduldig sind, müssen wir keine Bäume mehr fällen. Und ich würde jetzt gerne sehen, ob sie geht über die Brücke. Pathfinding verbessert. Pathfinding verbessert. Finde ich sehr nice. Die gehen nicht mehr durchs Wasser. Sie geht jetzt über die Brücke zu ihrem Job. Ich bin mehr als begeistert. Das ist ja wirklich grandios. Vorher sind die immer durchs Wasser gelaufen. Und es hat mich so gestört. Jetzt müssen wir nur noch testen, ob wir, wenn wir jetzt hier hinten ein Häuschen hinbauen würden, hier welche einziehen, laufen die dann durch den Fluss oder nehmen die Brücke? Also das müssen wir halt noch herausfinden, wie genau das Pathfinding da ist. Ich würde mal die ganzen Waffensachen alle in meine Hütte, in meine Kiste tun. Weil mir das sonst hier das Lager verstopft. Und meine Dorfbewohner eigentlich nicht so viel mit den Waffen anfangen können. Wisst ihr, was ich meine? So, Bronze-Axt tun wir rein, damit können die jetzt hier arbeiten. Bronzemesser auch. So, gucken wir mal in die Verwaltung. Wie viel Wasser haben wir? Wasser haben wir 158, Bedarf 60, okay. Wir müssen einen Brunnen bauen, auf jeden Fall. Nahrung haben wir genug, Holz haben wir genug. Ja. Aber wir brauchen einen Brunnen. So, ich muss mal langsam anfangen, meine Bäume, die ich hier abgeholzt habe, auch wieder auszubuddeln. Also die Stümpfe, weil da kriege ich nämlich auch nochmal Holzstämme raus. Und ich glaube, das verbessert auch die Wahrscheinlichkeit, dass hier wieder neue Bäume wachsen. So, der Brunnen ist fertig und ich werde jetzt so ein bisschen da noch, so einen kleinen Weg drumherum führen lassen.
gefällt mir. Der Brunnen ist top. Er ist zwar also direkt am Wasser, aber hey, ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, einen Eimer mit Wasser zu füllen in dem Spiel. So einen Brunnen zu bauen. Und wenn wir das brauchen, dann brauchen wir das. Jetzt können wir nämlich den Eimer, den wir gelootet haben, nehmen, hier rangehen und sagen, wir möchten gerne einen Eimer füllen. Irgendwann werden wir dafür einen Idioten einstellen, der wirklich schlechte Werte hat. Aber jetzt müssen wir das erstmal selber machen. Jetzt sind wir erstmal selber der Idiot. Und jetzt können wir im Prinzip den Eimer mit dem Wasser ins Nahrungsmittellager stellen. Und die Leute werden sich am Wasser erfreuen. Den kann ich nicht ausgraben. Das ist doof. Weil der halt in so einem Stein drin ist. Vielleicht auch Third Person, First Person. Nee. Seht ihr das? Ich kann den nicht ausgraben. Der wird für immer da stehen bleiben. Toll. Super toll. Was ist das? Einfache Holzarbeitsstation. Stell das jetzt einfach mal hier hin. Und jetzt möchte ich wissen, was man damit tut. Oder hackt da jemand Holz, wenn er nichts zu tun hat? Ist das jetzt unter Gebäuden irgendwo? Bei Verwaltung? Haben wir jetzt eine Holzarbeitsstation? Nee, haben wir nicht. Das ist nur Deko, ne? Das Ding ist nur Deko. Aber gefällt mir irgendwie. So, wir haben sehr viel Hunger. Deshalb werde ich mal das gesalzene Fischfilet essen. Oh, das drückt auch den Hunger, den Durst ein bisschen. Dachte ich mir schon fast. Naja, dann werden wir auch was trinken. So, ich habe jetzt hier mal ganz spontan einen kleinen Zaun gebaut. Und finde den eigentlich recht süß. Hier am Lager. Ich versuche diesmal auch wirklich so wirklich detailgetreu und funktionabel zugleich das Dorf zu bauen. Mir gefällt das hier ganz gut. Ich glaube, ich werde hier so einen kleinen Dorftreff reinmachen, wo man sich, wo man hier reingehen kann und sich dann hier im Kreis sitzend nochmal über den Arbeitstag unterhalten kann und so. Ich glaube, das mache ich. Und damit würde ich sagen, was ist auch schon wieder mit der zweiten Folge von Medieval Dynasty. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben jetzt zwei Dorfbewohner, die dafür sorgen, dass hier so ein bisschen Leben ins Dorf reinkommt und auch ein bisschen Arbeit, ne? Also einer ist dabei zu jagen und der andere oder die andere oder wie auch immer, ich glaube, sie jagt und er hackt Holz oder umgekehrt. Ich weiß es nicht mehr so genau. Ist ja auch egal. Wenn ihr das gefeiert habt, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und vergesst den Kommentar nicht. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Ciao.